Synchronisiere dich mit den bewusstseinserweiternden Energien zum Oktober 2024 in unserem Quantum Energy Channeling. Hello, my love, und herzlich willkommen beim Live Your Spirit Quantum Energy Channeling. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Silke und heute geht es um die Energien zum Oktober 2024. Und wenn du magst, kannst du dich jetzt mit mir zusammen verbinden, mit Mutter Erde und dem Quantenfeld der Quelle, um diese Botschaften und Energien noch intensiver wahrnehmen, spüren und vielleicht auch noch leichter in deinem Lichtkörper integrieren zu können. Stell dir dafür einfach vor, wie aus deinen Fußsohlen Lichtstrahlen oder Wurzeln wachsen, tief hinein in Mutter Erde. Und wie du über diese Wurzeln oder Lichtstrahlen die Energie aus Mutter Erde aufnimmst und sie fließen lässt in deine Beine, in dein Becken hinein. Lass die Energie von deinem Becken in deine Wirbelsäule fließen, bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein und wieder aus. Und spüre in deinem Herzen die tiefe Verbindung zwischen dir und Mutter Erde. Lass die Energie dann weiterfließen von deinem Herz in deinen Hals, von deinem Hals in deinen Kopf und darüber hinaus in das Quantenfeld der Quelle. Spüre, wie die Energien fließen aus dem Quantenfeld der Quelle über deine oberen Chakren in deinen Lichtkörper bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein und spüre, wie sich in deinem Herzen die Quellenergien mit den irdischen Energien miteinander verbinden, vereinigen und verschmelzen. Und spüre auch, wie sie von dort aus deinen gesamten Lichtkörper erfüllen. Und wenn du magst, kannst du jetzt auch deine Chakren ein bisschen öffnen und weiten und dein Energiefeld ausdehnen. Stell dir dafür einfach vor, wie sich in deinen Chakren Lotusblüten oder andere Blüten befinden, die jetzt langsam ihre Blätter öffnen. Behutsam und sanft in deinem eigenen Tempo und Rhythmus kannst du diese Chakra-Blüten öffnen und spüren, wie die Energie des Lichtes und der Liebe, die Energie aus Mutter Erde und aus dem Quantenfeld der Quelle einfließt auf deine Chakra-Blüten. Die verschiedenen Schichten deiner Chakren, von Chakra zu Chakra, in deine Aura und ihre Schichten, deinen gesamten Lichtkörper, der sich jetzt immer weiter ausdehnt und kilometerweit um dich schwingt, voller Licht und Liebe. Und sich so ganz automatisch verbindet mit anderen Lichtfeldern auf diesem Planeten und darüber hinaus
Spüre, wie durch diese Verbindung sich deine Lichtenergie potenziert. Und wenn du magst, atme noch einmal tief ein in die dich umgebenden Lichtfelder. Atme Licht in deinen Lichtkörper ein und wieder aus. Bereite dich vor auf den hochfrequenten und kraftvollen Monat Oktober 2024, in dem dein Energiekörper, dein Lichtkörper und auch die kollektiven Körper eine Transformation durchlaufen, die sehr intensiv bis zum 19.11.2024 andauern wird und eine neue Phase einläutet, der Lichtkörpertransformation. Um dich damit zu synchronisieren, kannst du jetzt die Energien spüren, die fließen zu dir in dein energetisches Feld, die kraftvolle, transformative Energie, die alle alten Strukturen aus dir hinausschwemmt in einer neuen Geschwindigkeit und es dir erleichtert, in deinem Fülle- und Reichtumsbewusstsein, in deinem gesamten Potenzial jetzt dich neu zu erkennen und zu entfalten. Ist es ein Monat, der besonders ganz tiefgreifend die Strukturen auf Planet Erde in neue Bahnen lenkt und gleichzeitig zeigen wird, wie die neue Zeit auf Planet Erde sich materialisiert in den nächsten 33 Jahren auf neue Art und Weise. Kannst du jetzt dich synchronisieren mit dieser Timeline, mit den verschiedenen Energien, die im Oktober 2024 vor allem deinen Körper beschäftigen werden und ihn multidimensional in neue Frequenzbereiche, in neue Energiefelder hineinschwingen lässt? Das Gefühl des Verbundenseins mit allem, was existiert, wird in dir gestärkt werden. Und diese Frequenzen, Grenzen zu überwinden, ist ein Aspekt, den du in dir jetzt spüren kannst, im Oktober aber besonders präsent ist. Spüre in dir, wie Blockaden sich lösen und du die Grenzen in deinem Kopf und in deinem Herzen jetzt anders wahrnimmst, transformierst, in eine neue Form hineingeleitest. Das Miteinander verbunden sein, das All-Eins-Sein tritt an die Stelle der Grenzen und Blockaden. So ist es im Kollektiv ein Aspekt, dass jetzt die Grenzen fallen, die über viele Jahrhunderte und vielleicht sogar Jahrtausende energetisch entstanden sind und im Oktober 2024 neue Türen und Portale öffnen, die nächsten 33 Jahre wirken. So bist du jetzt in diesem besonderen Zeitlinienstrukturfenster inkarniert und es ist möglicherweise deine Aufgabe, dies jetzt mit voller Liebe und Klarheit, Bewusstheit mitzugestalten, diesen großen Prozess des Wandels, der im Oktober 2024 greifbar wird für dich in einer neuen Ergiebigkeit. Dies meint vor allem, dass du selbst in deinem Prozess in den letzten 12 Jahren besondere Dinge der Karma-Transformation geleistet hast und jetzt eine neue Ebene eingeläutet wird, die im Oktober 2024 ersichtlich ist. Es ist die Befreiung aus verschiedenen Konstrukten in deiner Energie, in deiner Entwicklung, in deinem Leben und die Erneuerung in ein neues System, welches multidimensional und mehrhaftig sein wird, so wie es für dich angenehm ist. Damit ist gemeint, dass du vielschichtig dich entwickeln wirst in den verschiedenen Potenzialen und Talenten und der Oktober 2024 die verschiedenen Energiefelder, die dafür vonnöten sind, für dich bereithält. Spüre, wie du jetzt hochfrequent connected wirst mit allem, was für dich im Oktober 2024 wichtig ist und du jetzt neue Bahnen einläuten wirst in diese Frequenzen, in diese Energiefelder, in Bereiche, die du expandieren wirst, von denen du nie zuvor gedacht und angenommen hast, dass du sie erobern wirst. In dieser Frequenz wirst du jetzt dich neu ausrichten. Und dein Bewusstsein wird neue Stufen erlangen, die überdimensional und hochfrequent deinen Körper transformieren in einer neuen Geschwindigkeit, in einer neuen
Schnelligkeit. Spüre diese Schnelligkeit in dir jetzt. Spüre, wie schnell die Dinge und Prozesse in dir ablaufen und wie leicht du Blockaden löst. Spüre, wie deine mediale Entwicklung sich in eine neue Ebene und Sphäre hinein katapultiert, in einer neuen Geschwindigkeit. Spüre, wie du hochfrequent schwingst und alles Alte hinter dir lässt, mit Leichtigkeit und mit Liebe, mit der Konzentration auf dein Herz, mit der Intention, wachsen zu wollen, falls dies dein Wunsch ist, mit der Frequenz, dass du göttlich bist und vollkommen in dir gesammelt und gefunden alles hast, was in deinem Sein wichtig ist, um jetzt zum höchsten Wohle aller zu dienen. Diese Kraft kannst du jetzt in dir spüren und fühlen, wie all dies in deinem gesamten Energiefeld, in deinem Körper, in deinem Geist, in deiner Seele zusammenfließt und das Neue jetzt für dich eine Vision aus vielen verschiedenen Zeitaltern und Jahrzehnten jetzt für dich greifbar ist, für dich alleine und dein Leben, für das Kollektiv, für kollektive Strukturen, für diese Welt. So ist es ein Aspekt, dass du dich im Oktober 2024 aufgerufen wirst, deine Richtung zu ändern in deiner Berufung, in dem, was für dich in deinem Leben maßgeblich ist, vielleicht auch in deiner Beziehung und in deinen Partnerschaften eine neue Richtung einschlägst, die ganz übergeordnet, ganz distanziert und gleichzeitig liebend ist, eine Perspektive, die alle anderen Aspekte in sich vereint, eine Perspektive des Avatar-Bewusstseins. Spüre diese Kraft des Avatar-Bewusstseins in dir, was es bedeutet, wie du das Avatar-Bewusstsein in dir integrierst, wie es für dich sich anfühlt energetisch und wie du es zum Leuchten, zum Leben erwächst, so wie es dein Seelenplan vorsieht, so wie es dein Leben vorsieht, so wie es für dich angenehm ist. Das waren die Energien und Botschaften für den Oktober 2024 in unserem Quantum Energy Channeling und ich wünsche mir für dich, dass es dir gefallen hat. Wir freuen uns über ein Like bzw. einen Kommentar und wenn du das Video teilst und danken auch nochmal ganz herzlich im Namen von Kerstin und mir allen Menschen, die unseren YouTube-Channel für unsere kostenlosen Videos regelmäßig unterstützen und Energieausgleiche auf unser Konto überweisen. Da freuen wir uns sehr. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal auf dem Kanal von Live Your Spirit. Tschüss!